Wir gehen wieder rein in Shorts. Wenn du mit Geschwistern aufgewachsen bist, dann weißt du ganz genau, wie man teilt. An alle Einzelkinder, ihr denkt wahrscheinlich, dass es genau so abläuft. Nein, wir haben nur noch einen Riegel. Oh, ja, dann nimm du ihn. Nein, wir machen halbe. Ich habe drei Geschwister und ich weiß ganz genau, wie das läuft. Digga, du sagst nix. Du sagst einfach, die Packung war leer. Ist so. Okay. Hier, du bekommst sogar das größere Stück. Safe nicht? Ha! Nein, in was von der Traumwelt lebt ihr eigentlich? Die Regel ist, entweder du bist schnell genug oder du hast Pech. Ja. Wow, hier war doch noch ein Riegel. Du hättest ja wenigstens Teil... Nö. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Ja, so ist es wirklich. Ja, kann ich bestätigen. In dieser Kamera haben wir letztens eine komische Gestalt auf unserer Terrasse sitzen sehen. Jo, seht ihr das? Was ist das denn? Außerdem hatte sich irgendwas bei uns im Haus bewegt, als wir nicht da waren. Über die Kameras konnten wir das Licht an- und ausgehen sehen. Ganz oben meldet der Bewegungsmelder auch regelmäßig Bewegung, aber da ist leider keine Kamera. Also habe ich heute noch mehr Kameras gekauft, um dem Ganzen auf die Schliche zu gehen. Eine Kamera habe ich draußen über der Garage montiert, eine auf der anderen Seite zum Basketballplatz, die nächste zeigt auf die Terrasse, dabei habe ich mir meinen Kopf gestoßen. Am Schuppen war ja schon eine und die an der Eingangstür habe ich jetzt an einer besseren Position befestigt. Soll ich sagen, was richtig smart ist? Ich als Unternehmer jetzt denke, der Typ hat die Kameras gekauft und kann die jetzt von den Steuern absetzen, weil er die auch für ein Video benutzt. Digga, ist das smart. Von innen überwachen wir unser Haus jetzt nicht nur in der Küche, Wohnzimmer, Erdgeschoss und im ersten Geschoss, sondern nun auch im Keller, im zweiten Geschoss und im dritten Geschoss. Wenn sich also noch einmal etwas im oder um unser Haus herum bewegen sollte, kriege ich es definitiv auf Kamera. Jetzt heißt es also abwarten. Sobald ich nochmal irgendwelche unnatürlichen Ereignisse feststellen sollte, lasse ich es euch auf jeden Fall. Wenn ich sowas in meiner Bude sehen würde, würde ich direkt ausziehen. Geister, safe. Ich hasse Pflanzen, die sind so schwer zu pflegen. Nee, ich finde, das geht voll. Schau. Gieß mich. Ja, okay. Aber nicht zu viel, sonst ertrinke ich. Nee, ich mach nicht. Aber auch nicht zu wenig, sonst vertrockne ich. Woher weiß ich, was zu viel und zu wenig ist? Es kann doch nicht sein, dass du sofort stirbst, wenn ich einen kleinen Fehler mache. Ist zu schattig. Ja, okay, dann stelle ich dich ins Aber Licht. Aber nicht in zu helles Licht, das bringt mich sonst Warum bringt dich alles sofort um? Ich will einen neuen Topf. Nein. Der ist mir zu klein und dann sterbe ich. Natürlich stirbst du dann auch. Ich habe keinen Bock, dir alle 2 Monate einen neuen Topf zu holen. Die andere Deko braucht viel weniger Arbeit. Ich will Dünger. Ja, genau. Schau, das ist unmöglich, die zu pflegen. Warum redet deine Pflanze? Was? Die reden normal nicht mal. Wie soll man, da hat man ja gar keine Chance. Ich habe schon so viele Pflanzen in meinem Zimmer gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr zu Hause auch Pflanzen habt, die schon tot sind. Aber ich zeig's euch jetzt. Meine Pflanze. Wir machen den Greenscreen runter, Digga. Special Video jetzt. Oder was soll ich sagen? Was soll ich sagen, Bruder? Sieht das nach einer glücklichen Pflanze aus? Digga, das Ding ist komplett tot. Komplett. Ich konnte nichts machen. Was soll ich tun? Ja, also da gebe ich ein Like für das Video. Random Gedanken. Oh, Tom, ne, der ist auch so ein geiler Typ, wenn er ernst ist. Stau. Stehende Autos. Das war ja richtig random. Jo, aber hat er recht. Soll ich abnehmen? Okay. Soll ich vielleicht mehr Sport machen? Soll ich vielleicht weniger snacken? Ja. Soll ich vielleicht auf alles einen Scheiß geben und nach Mallorca fliegen? Schicksal. Ist ja so. Man muss sein Schicksal selber in die Hand nehmen, ne? Aber der erste Wurf, der war clean. Wisst ihr, was mich extrem aggressiv macht? Dönerläden mit zu flüssiger Soße. Ey, Leute, Hashtag Döner in die Kommentare, wenn ihr das relaten könnt, ne? Wenn die Soße fast wie Wasser ist, Mann, das bockt gar nicht. Also mach mal einen Abgang. Was soll das eigentlich werden? Eiern oder was? Ich zeig euch, wie eine richtige Dönersoße geht. Oh, geil. Ich meine, es ist doch nicht so schwer, stichfesten Joghurt zu nehmen, Knoblauch reinzupressen, Salz und Zucker hinzuzufügen, etwas getrockneten Dill reinhauen, frische Petersilie reinschneiden und mit Pfeffer abzuschmecken. Am Ende noch Limettensaft rein und das mixst du dann einmal schön, gibst noch einen kleinen Schuss Buttermilch hinzu. Und das war's schon. So muss eine Dönersoße aussehen. Schade, dass das ein bisschen überbelichtet ist.
Das Problem hatte ich aber selber auch, als ich schon mal Kochvideos gemacht habe, Leute, die ich nicht veröffentlicht habe. Da war alles so hart überbelichtet. Aber die Konsistenz von der Soße hier, geisteskrank. Ich hoffe, der macht irgendwann mal einen Dönerladen. Ich komme vorbei, Digga. Kannst du mir Bescheid sagen? Ich komme. Wenn ich bei der AfD undercover gehen würde. Servus, ich wollte mich anmelden. Ja, klar, gerne. Füllen Sie nur das hier bitte einmal aus. Danke, Bro. Warte mal. Irgendetwas stimmt da nicht. Ich war zu lange in der Sonne. Ach so, okay. Ha! Wo? In Deutschland gibt's fast gar keine Sonne. Mallorca! Das ist doch eigentlich Deutschland 2.0, oder? Gute Antwort. Ich hab eine ganz kurze Frage. Also, wäre ich jetzt schwarz? Also, nur rein hypothetisch. Wäre das schlimm? So, ja, jetzt kommen wir zum Alle Fragen Deutsch, kurz AfD-Quiz. Ja, Lieblingsessen? Maultaschen. Lieblingsfarbe? Weiß. Lieblingsland? Deutschland. Ja, letzte Frage. Wo ist dein Vater? Mich holen. Ah, Klassiker, hab ich dich. Zeig dich, du Afrikaner. Nein, ich bin doch kein Afrikaner. Rufus! Was sagst du zu dem Ausländer oder nicht? Es ist, also, das Video ist witzig. Das erste Mal, dass ich jetzt nicht so richtig hart gelacht habe bei Marvins Videos. Die Message dahinter, Digga, ist ja true. Also, nicht, dass die richtig ist, sondern, ja, also, deren Slogans und so, ich will mich da jetzt politisch auch nicht äußern, aber ist schon schade, ne, wenn man so ein Video drehen muss. Also nicht jetzt gegen Marvin auch, sondern das ist schon schade, wenn das Video tatsächlich true ist, wenn man es so drehen muss und es auch noch true ist. Ist, also, versteht ihr, was ich meine? Das ist, ja, ich bin gespannt, Digga. Deutschland macht mir in letzter Zeit auch ziemlich häufig Sorgen, muss ich sagen. Endlich wieder auf dem geilsten Platz Deutschlands mit dem neuen Bundesliga-Ball. Hallo, ich würde gerne mitspielen. Okay, Ronaldo oder Messi? Persil. Dachte ich mir. Ab ins Tor. Eier. Persil? Ja, wir brauchen Eier. Also unhaltbar war der jetzt nicht. Wir probieren es als Stürmer. Nimm mal den Ball und dribbel. Jo! Viel früher vom Ball trennen. Das sah nicht im Lionel Aach immer. Sanitäter, immer eine Flasche da. Also wie der redet, ne? Finde ich geil. Diese Akzent so, das ist ja so witzig, Leute. Mach deine Hausaufgaben und dann geh Brot holen, okay? Ich habe meine Hausaufgaben gemacht und Brot habe ich auch geholt. Als Elternteil, ne? Wenn man alles schon erledigt hat und die Eltern so, Räum dein Zimmer auf dann. Hab ich. Räum unser Zimmer auf. Hab ich auch. Wasch das Auto. Hab ich. Innen, außen? Ja. Müll? Rausgebracht. Rechnungen? Bezahlt. Gehälter? Abgeholt. Einkauf. Hab ich, Mama, hab ich. Warte, ich muss dir eine Aufgabe geben. Wie hast du alles schon gemacht? Ist krass, ne? Aber wenn Eltern so kommen und sagen so, Mann, kannst du mal sagen, hab ich doch schon. Kannst du, hab ich? Digga, dann, als Freifahrtschein, ehrlich. Wenn du deine Eltern beeindrucken kannst, dann hast du einen Freifahrtschein. Dann kannst du auch mal bis um 12 Uhr zocken, Digga, ohne dass die meckern, in der Woche. Oh, mal gucken. Wenn du einen guten Tag hattest, bis deine Mom zurückkommt. Arbeiten bis heute Abend. Oh mein Gott. Nix dran! Oh, ja, oh mein Gott! Let's go! Ey, wie gut bist du? Was ist mit euch los? Ich hatte letztens in Rocket League, Leute, mit meinen Kollegen gezockt, Jonah. Digga, wir haben in Rocket League Ranglistenspiele gemacht, also Ranked gezockt. Digga, 30 Wins hintereinander. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel hintereinander gewonnen. Echt jetzt? Fühle ich. Keine Ahnung, ich glaube heute. Und da kommt Mom nach Hause gleich, ne? Ey, das macht sogar irgendwie Spaß. Hey, Marvin. Hey, ich wollte dir schon lange sagen, und zwar, ich habe einen Crush auf dich. Oh mein Gott, ich auch auf dich. Was? Echt? Oh mein Gott. Oh, heute kann echt nichts mehr meinen Tag kaputt machen. Hey, Mom, wie geht's? Schlecht! Ich war arbeiten, mir tut alles weh! Und du nur am Faulenzen! Nein, gechillt, hä? Du liegst ja runter! Ja! So mit, wie war's draußen? Ja, Mom, ich hab auch Filter. Da helfen wir doch mal im Haushalt! Aber nein! Ich komme nach Hause und alles komplett dreckig! Ja, ist halt RIP! Ich hab sogar gesagt. Nein, ich hab doch gesagt! Und was ist das? Wieso ist hier dein Staub? Hä? Nix kannst du! Ja, tatsächlich. Muss ich da mal recht geben, das ist schon das ein oder andere Mal damals bei mir als Kind auch vorgekommen, ne? Achtung Schüler, ich zeige euch jetzt drei Lifehacks, die euer Leben verändern werden.
Jo, wer ist er denn, Mann? Er kommt so rein mit so einer richtig kraftvollen Stimme, dass ich jetzt auch das Short einfach gucken will. Schickt das an alle, denen das helfen könnte, außer euren Lehrern. Nummer 1. Du bist beispielsweise in der Schule und die meisten Seiten sind gesperrt. Das umgehst du, indem du den blockierten Link kopierst und in den Google-Übersetzer einfügst. Diesen Link überträgst du jetzt in die Suchleiste. Fertig. Hack Nummer 2. Yo! Smart. Du gehst auf Google und gibst einfach den Namen deiner Lehrbücher ein. Normalerweise kosten die ein Schweinegeld. Wenn du allerdings ans Ende der Suche ein Doppelpunkt-PDF hinzufügst, erhältst du direkt deine gewünschten Bücher im PDF-Format. Natürlich geht der Hack auch mit allen anderen Formaten. Wenn du beispielsweise eine fertige PowerPoint zu einem konkreten Thema benötigst, Doppelpunkt-PPT. Hack. Das wird ja immer besser. Nummer 3. Wikipedia-Artikel können sehr lang sein. Was keiner weiß, dass der gesamte Artikel für dich vereinfacht wird, wenn du dieses Wort durch simple ersetzt. Was? Mann, Alter! Wo waren denn die Leute, als ich damals zur Schule gegangen bin? Das hätte mir so viel Arbeit gespart. Ich hätte noch viel mehr zocken können. Also am Ende des Tages, Leute, merke ich jetzt schon selber, das wäre für mich wahrscheinlich nicht so gut gewesen. Mein Wecker klingelt morgens um 6.30 Uhr. Ich würde das gerne noch ein bisschen wirken lassen, dass ich um 6.30 Uhr aufstehe. Danach mache ich mich kurz frisch. Zähne putzen, zahlreiche Cremes, die ich alle nicht benutze. Und dann starte ich mit ein paar lockeren Dehnübungen. Ich gehe eine Runde joggen und dann... Erstmal meditieren, um wieder klarzukommen. In Wahrheit ist der Tag jetzt eigentlich schon gelaufen, weil ich zwischen all den Schritten jeweils 2 Stunden sinnlos auf Insta geswiped habe. Aber durch die Magie des Schnittes haben wir jetzt erst 9 Uhr und... Ja, damit haben sehr viele Content Creator auch Probleme, Leute. Ich muss auch immer aufpassen, dass ich nicht zu viel chille zwischendurch. Ich beginne mit meinem leckeren Frühstück. Am liebsten esse ich Toast mit Nutella und eine Schüssel Cinnaminis. Aber dieser Acai-Hersteller zahlt mir 8K, wenn ich behaupte, dass ich mir jeden Morgen diese Pampe hier reinziehe. Danach überlege ich kurz, welche Content-Ideen ich von anderen ein bisschen schlechter nachmachen könnte. Und wenn ich damit fertig bin, möchte ich euch auch noch zeigen, dass ich natürlich nicht nur Zeit am Handy verbringe. Hierfür stelle ich einfach mein Handy auf und filme mich dabei, wie ich ein Buch in der Hand halte. Und dann fällt mir meistens auch schon ein, dass ich ja gar keinen richtigen Job habe und es eigentlich auch keinen Grund gibt, so früh aufzustehen, und ich gehe zurück ins Bett und penne bis 16 Uhr. Ihr glaubt manchmal, dass bei Content Creators das Leben richtig Gucci ist und alles ist schön und so, aber Leute, also ich würde lügen, wenn ich jetzt nicht sagen würde, das hier war auch mal mein Tagesablauf an dem einen oder anderen Tag. Also nicht, dass ich jetzt hier irgendwelche komischen Placements mache oder so. Die meisten Placements, würde ich jetzt sagen, waren in Ordnung. Aber das Chillen und so und dass man keinen richtigen Job hat, das merkt man schnell. Und wenn man sich nicht selber gut strukturiert als YouTuber, und damit meine ich auch einfach, dass du deine Bude regelmäßig sauber machst und dass du, keine Ahnung, auch regelmäßig mal Freizeit hast und nicht den ganzen Tag am PC chillst und nur Videos machst und keine Ahnung was, dann kann dir sowas auch ganz schnell passieren, ne? Ist so. POV, du bist junge Lehrerin auf Klassenfahrt. Ich wollte die Klasse anmelden für die Aufstellung. Anmelden dürfen leider nur die Lehrer. Ich bin Lehrerin. Hi, ich hätte gerne schwarzen Kaffee extra stark, bitte. Kaffee ist ab 16, klär das erstmal mit deiner Lehrerin. Ich bin Lehrerin. Die ist doch keine 16, ich bitte dich. Hallo, wir würden gerne einchecken. Ja, dafür brauchen wir leider eure Lehrerin. Ich bin Lehrerin. Entschuldigung. Ich glaube, deine Lehrerin sucht dich da vorne. Ich bin Lehrerin. Das werde ich sofort deiner Lehrerin melden. Wie ist dein Name? Ich bin die Lehrerin. Ich weiß nicht, wie klein die ist. Vielleicht hat es was damit zu tun. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Aber das ist schon witzig, ne? Stell mal vor, du gehst auf Klassenfahrt und dann hat sie jetzt, weil sie so ein Video gemacht hat, sie jetzt damit oft Probleme, dass die Leute denken, sie ist zu jung. Weil ich würde jetzt halt lange Fingernägel sehen, das Gesicht hier, und dann würde ich denken, okay, Anfang 20. Wenn man am Valentinstag seine Freundin vergisst. Sorry. War am Zocken. Ja, ja. Als ob jemand während dem Tag zockt und damit seine Zeit verschwendet. Ja, ja. Wo sollen wir? Better hin. Ey, ich würde sogar ans Ende der Welt mit dir gehen. Überall hin. Keine Ahnung. Mir egal. Ah, ich bin ihm also egal. Willst du dich überhaupt treffen? Ey, wie nett, dass sie nochmal fragt. Wie du willst. Wir können uns auch morgen treffen. Heute läuft nämlich... Fußball! Ich bin dir also unwichtiger als Fußball. Am Valentinstag. Du bist so ein Arschloch. Marvin, du bist so... Unglaublich. Ey, ich bekomme so selten Komplimente. Wie süß von dir.
Nein, du bist. Unglaublich! Oh mein Gott, wie kann er nur? Das macht er so mit Absicht! Er will mich einfach nur provozieren! Brilliant! Sie gefällt mir! Echt, ey, sie versteht mich einfach, meine Witze, mein Verhalten. Einfach schön. Ohne und sie ist nie unnötig sauer. Jo, Mann! Jo! Ich glaub, Digga, das Video leckt hier gerade, ne? Ah, das passiert natürlich den besten Mal, Leute. Ich habe das eben gerade neu geladen und das ist jetzt schon wieder passiert. Ah ja, ist trotzdem cool. Aber auch wenn ich jetzt noch nicht verstanden habe, was es mit Valentinstag zu tun hat. Wenn die Welt umgekehrt wäre. Ahmad Al-Hawel Jibawi? Ja, bin hier. Gut. Yusuf Al-Mayer? Pardon, mein Name ist Josef Meyer. Yusuf? Josef. Okay, Yusuf. Ich heiße Josef! Der nächste. Khalid Al-Baushele Huel-Bajbani. Wallah, bin anwesend. Sie haben meinen Namen sehr gut ausgesprochen. Dein Name ist ja auch nicht so schwer. Heilige Makrele, wie soll ich das aussprechen? Fabianski Hrvatska. Nein, mein Name ist Fabian Hosenkracher. Ticket Rosenlecker. Nee, Fabian Hosenkracher. Wieso müsst ihr immer so exotischen Namen haben? Mein Name ist nicht einmal so schwer. Sie müssen einfach nur die richtigen... Der nächste. Jibril Muloski. Mein Name ist Gabriel Müller. Miriam Baccaroni. Was für Baccaroni? Ich heiße Maria Becker. Den Namen kann ich schon wieder nicht aussprechen. Sabrina Gärtner. Sombrero Gartenstapler. Sombrero Gartenstapler, Fabianski Hosenkracher, wie kommt man denn auf diese Namen? Richtig gut, Mann. Ey, 400.000 Likes ist schon eine Ansage in Deutschland, ne? Dumme Dinge, die ich als Kind gemacht habe. Dritter Platz. Es kann nicht sein, dass ich der Einzige war, der immer, wenn es draußen kalt war, rausgegangen ist. Und so getan hat, als würde man rauchen. Nur weil der Atem plötzlich sichtbar war. Ich habe mich damals krasser gefühlt, als Harry Potter herausgefunden hat, dass er ein Zauberer ist. Jetzt im Nachhinein das übelste Loser-Ding gewesen. Zweiter Platz. Da wir gerade bei Harry Potter waren. Jeder, der das früher geschaut hat oder gelesen hat. Ich habe übrigens damals beides gemacht. Yeah. Hat doch insgeheim gehofft, dass er im richtigen Alter einen Brief von Hogwarts bekommt, oder? Ja. Geschrieben, dass ich in dem Alter alle Briefe gecheckt habe. Und Spoiler, ich wurde leider abgelehnt. Erster Platz. Es kann nicht sein, dass ich das einzige ADHS-Kind da draußen war, der diese komische Haarklammer hier immer auf die Lippen gepackt hat, bis es geschmerzt hat. Warum macht man sowas? Haben wir alle gemacht, Leute, ne? Haben wir alle gemacht. Ist ja so. Schicke das an die wirklich dümmste Person, die du kennst. Ja. Wenn das mein bester Freund jetzt cuttet, dann hab ich's dir ja direkt gezeigt, ne? What? What the fuck? Ich weiß, du fragst dich, warum gerade ich? Doch sehe es einfach positiv, jemand denkt an dich. Du bist besonders, ich bin mir sicher, viele träumen davon. Du hast es geschafft, das geschickt zu bekommen. Hier deine Trophäe. Okay, du denkst, was soll ich jetzt anfangen mit dem Scheiß? Trotzdem wurdest du beleidigt. Immerhin mit Style, wir finden alle, du bist... Ach du Scheiße, du bist ja wirklich dumm. Oh Gott, oh Gott. Ey, ich bin auch ganz kurz drauf reingefallen, ne? Cooles Video und damit beenden wir die heutige Shorts-Session. Lasst ein Like für das Video da, checkt gerne die Creator aus. Kuss, Kuss, Kuss. Dano out.